Eines der Kernfragen im islamischen Recht lautet, wie man aus den Primärquellen des Islams Normen ableitet. Wir erinnern uns an dieser Stelle an die klassische Definition von Normen. Hier meine ich natürlich Ahkam im Arabischen. Und da lautet die klassische Definition, dass unter Hukum, Ahkam, die Ansage Gottes bezüglich der Handlungen der Adressaten der muslimischen Gläubigen gemeint ist. Das ist eine Herausforderung, spätestens nach dem Ableben für muslimische Rechtsexperten gewesen, weil noch zur Zeit des Propheten hat man keine Rechtsexperten bedürft, denn für die Fragen, die sozusagen für die Handlungen der muslimischen Gemeinde von Bedeutung waren, auch persönlich vom Propheten beantwortet wurden. Aber spätestens nach dem Ableben des Propheten standen die Rechtsexperten und die muslimischen Forscher und Lehrer vor der Herausforderung, zu allen Handlungen, mit denen Muslime in ihrem Alltag konfrontiert waren, auch islamisch zu gestalten bzw. eine islamische Antwort anzubieten. Und da stellen wir fest, dass die Rechtsexperten in dieser Frage allgemein drei Herangehensweisen verfolgt haben. So, auf der ersten Ebene sehen wir, dass gewisse Rechtsgelehrten ihr Bewenden damit hatten, dass sie die islamischen Quellen, und hiermit meine ich den Koran und die Sunna, dass sie diese beiden Primärquellen auf der Wortlautebene ausgelegt haben, verstanden haben. Das heißt, dass Normen zunächst einmal ausgehend vom Wortlaut, vom Ausdruck dieser Primärquellen abgeleitet wurden. Natürlich spielt hier die sprachtheoretische Hermeneutik oder die Methodologie, die mit der Sprache verbunden ist, eine große Rolle. Auf der zweiten Ebene sehen wir, dass nachdem die klassischen Gelehrten festgestellt haben, dass im Koran und in der Sunna keine direkten Antworten auf alle Handlungen befindlich sind, haben sie eine weitere Methodologie aufstellen müssen, um sozusagen vorhandene Normen, vorhandene Ansagen des Gesetzgebers ausgeweitet haben. Und hier haben sie sich der Analogie bedient. Analogie, Qiyas genannt, ist eine einfache Methodologie, wo der Rechtsgelehrte aufgrund oder auf der Grundlage eines gemeinsamen Rechtsgrundes von der gegebenen Norm auf eine nicht gegebene Norm schließt. Und diese Ebene kann man als die Qiyas- oder Analogie-Ebene bezeichnen. Auf der dritten Ebene sehen wir, dass es auch Rechtsgelehrte gab, die auch die Analogie sozusagen nicht ausreichend gefunden haben, weil sie, wie eben gesagt, vor der Herausforderung standen, nach dem Ableben des Propheten, für alle Handlungen der Muslime, die auch unendlich sind, eine islamkonforme Antwort zu bieten. Und da haben sie festgestellt, dass man ausgehend von diesen Primärtexten sich nicht nur mit dem Ausdruck begnügen kann, dass auch die Analogie kurz kommen kann. Und da haben sie die Frage gestellt, was das Ziel Gottes, des Gesetzgebers ist, wenn er gewisse Ansagen macht. Und so sehen wir auf der dritten Ebene, dass muslimische Gelehrte auch die theologische Auslegung herangezogen haben, nach dem Sinn, nach den Zielen der vorhandenen Normen gefragt haben und somit versucht haben, ausgehend von den Zielen der vorhandenen Ansagen nicht beantwortete Fragen zu lösen. Und so geschah in der Geschichte die Normderivation, die Ableitung von Normen im Islam. Und das sind natürlich weiterhin aktuelle Fragen, weil Muslime heutzutage, auch wenn das islamische Recht vor allem in dem Westen kein dekretiertes, also kein öffentlich anerkanntes Recht ist, nehmen Muslime das islamische Leben ernst und fragen, wie sie ihr Leben in unserem Kontext islamisch gestalten können. Und deshalb lohnt es sich natürlich, sich mit diesen Fragen aus der islamischen Tradition sich zu beschäftigen.